So. Das Einzige, was ich machen muss, ist auf dem Weg, aber da ist eh gleich Wasser da vorne. Da muss ich mal ein bisschen meinen Schlauch auffüllen. Alter. Schwede. Da sind gerade ein Haufen Steine explodiert da vorne, siehst du das? Nein. Jetzt sind sie weg, die Steine. Was ist da los? Grafik? Ach, da ist eine Basis. Ah. Die sieht gut aus. Die Oase von Naked. Da hat jemand eine Basis hingestellt. Die ist ein bisschen eingerissen. Ich will noch mal kurz reingucken. Ja, ich guck auch mal rein. Der Assassinenbund ist das. Da ist einiges verfallen. Ja. Aber hübsch. Sehr hübsch, die gefällt mir. Guck dir mal was ab für unsere Base. Die ist aus Sandstein, komm. Ich meine von der Art her. Ja, ich kann keine Dächer bauen. Ja, die Dächer kann ich ja dann machen. Ja. Ja, ja, so grundsätzlich ja. Na? Ja, ich muss mal zum Wasser irgendwie runter. Gleich. Mein Schlauch ist fast leer. Wo genau bist du denn jetzt gerade hingerannt? Zum Wasser. Das sagt mir viel. Wo bist du denn? An der Vordertür, dort wo wir rein sind. Dann laufe ich da nochmal hin. Es wird Zeit, dass Clanmitglieder auf der Karte angezeigt werden, finde ich. Oh ja, das finde ich auch. Hi. Oh, hi. So. Jetzt sind wir eh gleich da. Gleich haben wir unser Ziel erreicht. Das ist ja auch ein lustiges Geräusch. So. Hier lang. Wir haben die Außengrenzen von Sepameru erreicht. Ist das nicht schön? Das ist wundertoll. Wundertoll? Das ist wundertoll. Ja, das ist wundertoll. Finde ich auch. Ja. Ja. War gar nicht so weit, ne? Nö, das ging. Es hielt sich in Grenzen. Ja. Ja, da ist die Stadt ja schon. Einmal noch den Hügel hoch und dann müssten wir da sein. Ist das eine Höhle? Vielleicht eine kleine, aber weniger wichtig. Müssen wir da reinschauen? Nee, das sah nur gerade so aus, wie um die Ecke, weißt du? Ach so, nee, das ist einfach nur... Aber wir können da auch reingehen in die Stadt. Okay, das war ein Reiseziel. Ja, ja. Sind die freundlich oder schlagen die uns jetzt? Die sind erstmal freundlich. Erstmal? Ja. So lange, bis wir einen schlagen. Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich habe hier noch nie, also so richtig, ich weiß es nicht mehr, sagen wir es lieber mal so. Ich habe ja mal privat nur gefarmt, aber da war ich meistens getarnt.
Also hat die jetzt nicht so gejuckt, ne? Es hat kein Schwein interessiert. Geil. Aber wir müssen eh nochmal kurz rausgehen. Weil wir noch unser Rad errichten müssen. Ja. Ich spiele gerade nebenbei Fallout, bin in einer Bar angekommen. Sie und wollen nicht sagt mit einem reden. Bitte kotzt dich überall auf den Boden. Ja, das ist. Die wollen nur nicht mit dir reden, sagen die. Mit mir reden die. Das finde ich jetzt aber doof. Weiß gar nicht, müsste. Ja. So. GG. Dann machen wir hier noch eine Markierung hin. Rad Seppel. Seppel passt. Das Seppelrad. Dann mal los, ne? Mörderin. Ja, aha, so bin ich halt. Du solltest aufpassen, mein Lieber. Hm. Du hast noch nicht mein Level. Ah. Wart ab, das kommt noch. Schmied, Schmelzer, Rüstungsmal. Die drei lassen wir mal stehen, würde ich sagen. Vorerst. Ja, komm, obwohl. Respawn und so. Respawn, Loot und so weiter. Und überhaupt und sowieso. Oh, das ist ja fast zu schön hier. Mitra wird sich freuen. Ja, klar. Und wir uns auch dann irgendwann. Ja, irgendwann. So. Hier ist ein Kämpfer 3. Brauchen wir den? Ja, warum eigentlich nicht? Da liegt er. Weg ist er. Geht's nicht? Kannst du ihn nicht ziehen? Nee. Er wollte nicht bei mir. Tja. Hauptsache bei mir will er. Ja. Mal anschmeißen. Ich frage mich, ob es einen magischen Punkt gibt, so nach dem Motto, du hast jetzt so und so viele Bewohner getötet, ab jetzt... So schlau ist Funcom nicht. So schlau sind sie. Wer weiß. Kann ich mir nicht vorstellen. Wer weiß. Nee, ich glaube, das ist einfach on-site quasi. Wenn die halt sehen, dass du sie angegriffen hast, dann... Oh, du bist schon in die Bar gegangen. Ja. Guck mal, wer da steht.
Oh, hi. Ja, es ist Arnold Schwarzenegger. Krass, oder? Ja. Any fool can see that you need answers. Left hanging for the vultures on that cross. A cursed bracelet that keeps you trapped in this place. Everybody trying to kill each other. I should leave you all to your fate. I don't have the stomach for sorcery. Give me a foe that I can strike with cold iron. Ist ja gut, Conan. Ah. Ja. I wandered for a while after I pulled you from that cross. In the south, I found desperate souls and Dafari man-eaters. In the east, apes that walked like men among the overgrown ruins of an ancient city. I found an amphitheater where the ancient dead walked and the memories of ancient battles stained the sand. Kito Nyoko. Stank of sorcery. So I left. I have traveled far and seen much. From the glittering ice of Asgard to the jungle expanses of the Black Kingdoms. I have been thief, pirate, and mercenary. But nowhere have I seen gods as I see them in this land. These avatars that stalk and spread destruction in their wake. These are not gods. These are what men want gods to be. Weapons. Lüg mich doch nicht an, Conan. Die sind hier aus auf dem Server. There is a woman. I freed her from the cross just as I did you. Halt die Fresse, Conan. I followed her trail across the exiled lands. I missed her here by a scant few hours. She had left in search of a map room and a way to free herself from the exiled lands. Her trail ended in the map room. She was gone and all of her companions slaughtered. Listen, if you have news of Razma of Shem, let me know. Mm-hmm. Razma aus Shin. Ah, what do I know of sorcerers and their feuds? I do not dabble in the dark arts. Er redet viel. Whoever and whatever put you here is a wielder of the dark arts. You are like a wolf in a trap. You struggle to flee in the end. In the end, it will kill you. Eine halbe Ewigkeit später. Ich finde das schön, dass so ein bisschen Story drin ist im Spiel. Just remember this. If you do succeed, if you do manage to find a way to remove your bracelet and leave the exiled lands, dann musst du neu starten. Stay and be the hero of your own story. Or leave and risk losing it all. Sag ich doch, dann musst du neu starten. The choice will be yours. Any fool can see that you need answers. Left hanging for the vultures on that cross. Ja, ich mag jetzt nicht mehr. A cursed bracelet that keeps you trapped. Na doch, ich will eigentlich schon noch. I wandered for a while. I have traveled. There is a woman. Ah. Just remember this. Any fool. I wandered. Okay, das war eh das Letzte. Gut, da ist ein Händler. Können wir Fischsuppe, Fleischsuppe kaufen. Hier ist ein Händler. Könnten wir rein theoretisch ein bisschen einkaufen, wenn wir wollten. So, was haben wir hier? Tänzer, Tänzer, Tänzer. Mhm. Aua. Eine liegt. Das ist eine, schöne Kneipenschlägerei. Ich lieg auch.
19 Blutung war ein bisschen viel für mich. Ja, 20 Blutung. Wir hätten uns Betten um die Ecke legen sollen. Ja, eventuell. Kneipenschläger mit Hackebeil, ich hatte eine Keule. Ein paar Tänzer zu Vergnügungen, ja. Kannst du die Tänzer schon mal wegschleifen, außer du stirbst jetzt. Ich bin direkt nach dir gestorben. Ach so, du bist auch tot. Ja. Oh. Wo rennst du denn gerade hin? In eine Richtung, um mich zu orientieren. Ach so. Jeder kriegt das, was er verdient. Ja, wir haben die Kneipenschlägerei so ein bisschen unterschätzt. Aber ist kein Problem, wir holen uns das Zeug wieder. Die Problematik ist, Betten können wir uns hier eigentlich nicht bauen. Also doch, können wir schon an sich, aber... Aber? Also wir müssen uns hier Betten bauen und die Bettrollen mitnehmen. Ja. Ist an sich eine Möglichkeit. Mhm. Jetzt ist dein Ausschnitt nicht mehr so schön. Tja. Dumm gelaufen. Ja. Das war keine schöne Kneipenschlägerei. Ja. Die haben auch mit Dolchen gekämpft und wir nur mit Knüppeln. Ja, das ist echt unfair. Ja. Was glauben die eigentlich, wer sie sind? Tänzer. Na, echt mal. Conans Tänzer. Ich nehme mal nur eine Axt mit, die reicht mir. Weil wir kommen ja eh ohne Kämpfe dahin. Ein paar Schalentiere nehme ich mit und ein Bierchen. Das reicht mir. Bier und Schalentiere. Bist du fertig? Okay. Bist du. Mit dieser Kleidung in den hohen Norden. Ja, das wird gemütlich. Das war knapp. Das war sehr knapp. Auf deinem Kopf wollte ich dann doch nicht mit runterfahren. Na, dann laufen wir halt nochmal hin. War ja eh so schön. Oh, es regnet, wie toll. Yay. Kühlender Regen. Wurde auch Zeit. Ja. Oh, weg ist der Regen. Solange wir hier jetzt nicht mit einem Sandsturm begrüßt werden. Das wäre uncool.